Von hier aus kann ich die Energiepunkte des Tors sehen. Und damit kann man eine Abkürzung aufbauen. Sie haben wirklich so ein paar Souls-Elemente übernommen. War sehr mild. Aber jetzt kommen wir nicht direkt zu dem HP-Auffüllpunkt zurück. Wir müssen nicht nochmal die ganze, also den ganzen Außenweg gehen. Ich hoffe nur, dass das später nicht so verschachtelt ist wie bei The Search. Haben wir das Gefühl, dass hier ein Boss sein könnte. Wenn du verschiedene Körperteile triffst, richtest du mehr oder weniger Schaden an. Und manchmal kannst du unterschiedliche Verhaltensweisen deines Gegners provozieren. Einige Schwachstellen verfügen über einen Farbcode und können nur mit der ausreichenden Menge Schaden eines bestimmten Typs zerstört werden. Elektroschaden, hellblau, Hitzeschaden, orange. Oh mein Gott! So viel dazu. Du aller Oger. Ja, wir können jetzt direkt durchs Tor gehen, ist ja um die Ecke. Ja, die explodierende setzen die Umgebung unter Strom. Oh mein Gott. Au. Auf sein Gesicht kannst du schießen. Witzig, ey. Dass er sich sogar schützt gegen den Schuss dann. Heftig. Die Aggressivität dieser Kreaturen geht über das typische Revierverhalten hinaus. Ruft irgendwas diese Feindseligkeit hervor? Und eher so, dein Gesicht. Logbucheintrag. Diese Kreatur ist mit einer Schutzschicht aus Sedimentgestein aus der Umgebung bedeckt. Ihr exponiertes Herz enthält eine leicht brennbare Körperflüssigkeit.
Ja, Schwachstellen am Kopf und Bauch. Logbucheintrag. Ich stelle starke elektrische Energie in der Blase fest. Wenn die Schutzmembran von elektrischer Ladung getroffen wird, explodiert sie. Katharina Ryan. Befüllt Außenposten Tetra. Sumpfbiom. Auswertung. Mutationen bei Stufe 3. Die Exemplare umgeben sich mit mineralischem Material und schaffen sich so eine steinähnliche Schale. Okay. Ihre genetische Struktur ist stabil. Das Alpha-Tier wächst mittlerweile exponentiell. Das ist vielversprechend. Genetisches Codefragment geerntet. Das ist eine Art Aufnahme. Klingt wie der Bericht von irgendeinem Experiment. Wir haben andere auch die Sachen. Die Rohre sind wahrscheinlich Teil eines größeren Versorgungssystems. Sie bestehen aus einem starken Material, das bei Kontakt mit Säure spröde wird und bricht. Diese Schwäche könnte man ausnutzen. Ja, wenn ich mit Säure hantieren könnte gerade. Das hier nicht anschießen, weil das kann man nicht auch scannen. Logbucheintrag. In der Blase befindet sich eine leicht brennbare Gasmischung. Wenn man mit einem Brandgeschoss darauf schießt, platzt der Sack und setzt ein großes Gebiet in Brand. Drei Prozent Wissen. Super. Die Xeno-Extrakt stärkt Kates Körper, ihre Gesundheit erhöht sich. Die Zellen nehmen mehr Proteine auf, dadurch wird Heilwirkung der Heilladung von 50 auf 8% erhöht. Kate baut effektiver Ressourcen ab. Pflanzen und Monster bringen mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% zusätzliche Ressourcen ein. Nach die höheren Stufen kosten auch mehr Fähigkeitspunkte, okay. So viel dazu, dass es ein bisschen wenig Fähigkeiten sind. Nein, es wird einfach teurer später. Ich glaube, das ist der Obersteinaffe. Ach, was war das denn? Ape.
Das sieht aber auch nicht so nett aus. Diese Kreaturen. Es wirkt, als würde ihr Sekret das Wasser gefrieren lassen. Logbucheintrag. Der Panzer dieser Kreatur ist noch nicht voll entwickelt. Wenn ich ein ausgewachsenes Exemplar finde, kann ich vielleicht sein Gefriersekret nutzen. Ich bleibe lieber auf der gefrorenen Oberfläche, wenn ich nicht gefressen werden will. Oh mein Gott! Geh mal Heilsekret. Das ist eine andere Art auch noch, weil die versuchen im Nahkampf mich zu erwischen. Das hier ist riesig. Es produziert Unmengen dieses Gefriersekrets. Und hier ist sie gestorben. Woran? Ich glaube, sie ist einfach ins Wasser gegangen, wo die fleischfressenden Pflanzen waren. So, ich glaube, da ist ein ausgewachsenes davon. Aus seinen Körpergliedern tropft die Flüssigkeit, die Wasser gefrieren lässt. Da ist das Gehirn. Das Deutocerebrum scheint elektrische Impulse zu generieren. Cool. Diese Drüse scheidet die kryogene Flüssigkeit aus, die das Wasser gefrieren lässt. Aus Verdauungssäuren spaltet die hiesige Pflanzenwelt in eine homogene Masse auf. Bioelektrizität scheint den Prozess zu unterstützen. Und jetzt, was brauche ich als letzte Schlussfolgerung? Und diese Nervenbahn leitet außerordentlich große Mengen an Bioelektrizität. Die Kreatur nutzt Bioelektrizität, um aus allem, was sie verdaut, ein Enzym zu erschaffen. Und mit diesem Enzym wird in der Schädeldrüse eine kryogene Flüssigkeit produziert. Wenn ich also eine Probe nehme, kann ich den Prozess vielleicht nachbilden. Mit Hilfe des MDG kann ich damit möglicherweise eine Art kryogenes Gerät bauen. Damit könnte ich an den Würmern vorbeikommen. Den Biodrucker, den ich so dabei habe.
Mal sehen, ob das Gerät arbeitet. Es funktioniert. Nett. Kannst sie richtig einfrieren. Hier entlang sollte ich zurück zum Monolithen kommen. Ein verfügbarer Punkt. X erneut drücken beim Nachladebalken. Machen wir mal das, weil ich weiß nicht, es könnte sein, dass ich irgendwann natürlich wirklich mal ein Problem bekomme und die Munition mir ausgeht. Und dann ist es natürlich ganz praktisch, wenn sich die Schüsse regenerieren und ich einfach nur ein bisschen ausweichen muss die ganze Zeit. Oh. Tut mir leid. Ich wollte nicht einfrieren. Ich liebe es, wenn man Sachen einfrieren kann. Oder wenn man, sag ich mal, wenn es halt so Kombi-Sachen gibt. Wie Elemente kombinieren. Mal, da geht's später lang. Weil ich kann ja, ich habe ja keine Säure, oder? Da ist übrigens Ziele für den Controller. Schwach oder stark. Weil ich hatte doch kurze Zeit irgend sowas eingesammelt, wo es hieß, das könnte als Giftschuss verwendet werden. Ja, beim Aufpreizer platzt, kann ich mit Vera natürlich verschießen. Leider habe ich seinen Bruder getötet. Thank you.
verletze ich dann, wenn ich dem keinen Feuerschaden gebe. Gibt's doch nicht, ey. Nahkampf wäre vielleicht nicht so die Nummer dafür. Kurz ein bisschen Ausdauer, die sich auffüllt. Oh, dieses scheiß Mistvieh, ne? Und ich sterbe auch noch. Aber es ist so kacke. Das Anvisieren auf den Schwachpunkt. Du kannst den ja nur so töten. Ups. Richtiger Abfuck. Okay, man kann ihn noch einfrieren. Hier entlang sollte ich zurück zum Monolithen kommen. Yeah.
Hä? Was für ein Unsinn, der war eingefroren. Ich sehe schon. Das Elend ist real. Dann sollte ich zurück zum Monolithen kommen. Auch aber man bekommt ja kein EP für die. Man bekommt ja nur durch Wissenspunkte EP. Die man nur durch Scans einsammelt oder, ja. Irritiert, weil vorhin habe ich ihn doch auch einfach sofort eingefroren. Alles war gut. Fasern, jetzt sind wir wieder direkt im Bossfight. Okay, da kannst du den einfrieren, dann kann er dich nicht anstürmen. Scheiße. Was man machen kann. Der ist nicht ausgerutscht, weil er eingefroren war. Der ist über die glatte Fläche gerutscht. Thank you.
Das gibt es doch nicht. Warum muss ich denn doch einfrieren? Ausweichen ist nicht so geil. Also jetzt doch einfach mal mit Maus und Tastatur versuchen. Muss halt nur schauen. Ah, Leertaste ist ausweichen, alles klar. Also natürlich eigentlich immer mit Controller zu spielen, weil das, ich finde, ansonsten ist das ist die Bewegung immer so ein bisschen unruhig. Weil Maus und Tastatur halt immer sehr schnell ist im Vergleich zu den Controllern. Mal ganz kurz gucken. Das ist nämlich eigentlich Mausempfindlichkeit der Hölle. Zurück zum Monolithen kommen. Ja, scheiße. Mit Tab wechselt man. Ich bin gerade auf, seit wann habe ich denn zwei Heilladungen? Müssen wir leider nochmal die Säule aktivieren, weil ich es halt einfach verkackt habe. Gegen einen vorne. Aber ich bleibe dabei, bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Auch wenn ich vielleicht den höchsten Schwierigkeitsgrad nicht hätte machen sollen. Aber es wird jetzt alles besser. So dran gewöhnen, dass Leertaste ausweichen ist. Diesmal gibt es sogar ein paar Fasern. Bin irritiert, hätte er nicht weiter hinten sein müssen. Leertaste ausweichen, merkt ihr das, Proof? Leertaste ist ausweichen. Dann wird alles gut. Auf ein neues.
was das größte Risiko ist. Die Ecke, also beziehungsweise der Rand. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin auch vorher ausgewichen. Vor allem das hier macht mir echt zu schaffen. Alter, ausweichen ist so geil. Hätte mal einfach von Anfang an mit der Maus und Tastatur gespielt. Dann will ich jetzt nicht so damit hadern, mich daran zu gewöhnen. Guck mal, darum gibt es auch nochmal Fasern. Ich bin sehr zuversichtlich, dass jetzt alles funktionieren wird. Ich habe 3 Heilungen. Ich werde ihn wieder ein bisschen ärgern. Alter, ich bin da ausgewichen. Im Timing. Ach geil, der kriegt eine Frost-Kombo. So kann man den knacken. Was? Der schmeißt einen Stein? Thank you.
Das sind nur 3 Schuss, die ich da rauskriege. Das reicht nicht, um den komplett wieder einzufrieren. Abgefucktes Scheißvieh, ey. Shit, ich hab die falsche Taste losgelassen beim Schießen. Oh Mann, ey. Du willst mir verarschen, ich habe gerade die Heilung gezündet. Ah. Keine Fasern, kein gar nichts. Ich brauche jeweils 4 Schuss, um ihn einmal einzufrieren. Der Rest bleibt scheiße. Auch beschissen, ey. Leider wird der Feuerschaden reduziert, wenn ich den einfriere. Macht ja auch Sinn. Muss ich nicht verstehen, ne? Wenn ich vor dem wegrenne. Wo ist er?
Alter! Warum habe ich das Gefühl, dass der diesmal viel schneller ist und viel näher an mich rankommt? Ah! Oh! Ich nutze doch alles. Ich nutze doch jeden Trick, den es gibt für den jetzt. Mehr Schwächen hat er nicht. Und du kannst das vergessen, versuchen, den auf die Brust zu schießen, weil der Zeitindex dafür, wenn er sich da mal die Brust einreibt, mit seinen Fäusten einfach viel zu kurz ist. Und der Loot ist auch noch random immer. Das ist auch geil, ey. Dementsprechend hast du mal einen Try, wo du gar keine Fasern hast, wie gerade, um dich nochmal zu heilen. Ah. Das vorhin, wo ich dreimal mich heilen konnte, das war eigentlich die bestmögliche Chance, das zu schaffen. Vielleicht hätte ich auch bei den Fähigkeiten was machen müssen. Irgendwas, was Munition bringt. ...50% schnelles Nachladen. Munitions- und Faserkapazität um 50% erhöhen, ja, schön und gut. Das Problem bleibt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wow! Das war hart. Nee, easy going. Leck mich fett, ey. Der Alpha. Ah.
So, sorry, dass es etwas länger gedauert hat. Kann am MGD benutzt werden, um einen Energieschutzschild herzustellen, der Schaden absorbiert. Geh zum Trainieren. Okay, geil. Hat aber einen Akku. Meine Frage ist gerade, ne, mein Schild ist immer nur eine gewisse Zeit aktiv. Kann ich den scannen schon immer? Theoretisch können wir ja rüber, wir müssen aber jetzt an den Monolithen nochmal. Dann nutzen wir den hier als Speicherpunkt wieder und dann können wir nach vorne. Säule aktivieren. Ja, wenn euch Skarsgård gefallen hat, kauft es euch doch einfach. Ich schreibe einen Link rein in die Beschreibung. Würde damit den Kanal ein bisschen unterstützen. Bis jetzt finde ich es ganz gut. Okay, jetzt war der erste Bossfight nicht mit, würde man sagen, Glanz und Glory von mir. Hat ein bisschen gedauert zu sehen, was für Schwächen der hat. Aber ganz witzig. Ich finde es jetzt bis jetzt nicht schlecht. Über Länge und so weiter kann man nicht sagen. Wir werden es ein bisschen weiterführen und werden uns angucken, wo die Reise hinführt. Aber es gibt meines Erachtens wie immer zu wenig Sci-Fi-Spiele, wobei dieser Sektor echt groß ist und viele Möglichkeiten existieren. Man hört es übrigens, dass ich jetzt den Break mache von meiner nächtlichen Aufnahmesession zu dem Spiel und wir werden uns im Livestream wiedersehen, wo wir weiterspielen. Aber auf YouTube gibt es natürlich dann auch weitere Folgen. In dem Sinne, genießt den Tag und wir sehen uns dann.